Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind hier zurück bei The Binding of Isaac Rebirth und wir gehen ins Spiel. Wir spielen heute mal wieder mit dem Zufall und kriegen Kane. Kane ist eine gute Wahl. Wow, warum bist du so schnell? Wow, Kane, ich bin beeindruckt. Ich bin ein bisschen impressed von dir, Kane, aber bitte sag das niemandem. Ich möchte nicht, dass das jemand weiß. Das soll unser kleines Geheimnis sein. Ist es okay für dich, Kane? Ja, Kane ist ein guter Charakter, wissen wir jetzt auch irgendwann mal langsam. Hat einen guten Grunddamage. Seine von Haus aus mitgebrachten Fähigkeiten sind jetzt nicht so mega krass, aber naja. Man kann nicht alles haben im Leben. Machst du auch bei Berührung irgendwas Trockenes, Baby? Kann der dich... Nee, ne? Ja. Wow. Das ist so ziemlich das nutzloseste Baby, was wir hätten kriegen können. Weil der seine... Also, wenn er seinen Effekt hier vielleicht mal irgendwann triggern würde, dann wäre das tatsächlich eine gute Sache. Also, dann wäre es eine mega gute Sache, ja. Man stelle sich einfach mal vor, wir würden den komplett aufsplitten hier und dann einmal so trockenes Baby, boom, alles tot. Aber leider, ja, triggert er seinen Effekt nicht in dem Raum und damit ist es ein komplett unnützes, ja, Begleitertierchen und es bringt uns einfach leider gar nichts. Aber das ist okay. Dankeschön, trockenes Baby, dass du dabei bist. Immerhin bin ich nicht alleine. Das ist doch schon mal was, oder? Wenn man nicht alleine ist, dann ist vieles oft immer einfacher. Oder Zeit vergeht auch schneller, ne? Das ist mir jetzt erst wieder bewusst geworden. Ich war jetzt vor ein paar Tagen war ich ja bei meinen Eltern. Ich war mal wieder in der Heimat. Und das ist ja von hier, von wo ich wohne. Das sind ja so 300 Kilometer, ein bisschen mehr. Und ich bin mit dem Bus gefahren und dieser Bus, wie man sich das denn vorstellen kann, braucht dann ein bisschen Zeit und das waren in dem Fall dann so, wie lange ist er gefahren? Ich glaube, ja, immer 4 Stunden, ein bisschen mehr. Das eine Mal 4 Stunden 20 und bei dem anderen Mal sollte es eigentlich 4 Stunden sein, aber er hat so 20 Minuten Verspätung, also von daher, ja, hat sich nicht viel genommen. Auf jeden Fall, in so einem Bus, ne, in so einem Bus merkst du, scheiße, wenn du so auf dich allein gestellt bist, ohne irgendwas. Das Problem war, ich hatte keine Musik. Ich habe sogar einen MP3-Player hier. Ich weiß, ich kann auch mit meinem Handy Musik hören, also mein Handy quasi als MP3-Player benutzen. Aber das Problem ist, was ich damit habe, ich habe einen Samsung Galaxy S5 Mini als Handy, weil das wird jetzt irgendjemand fragen, was hast du denn für ein Handy? Samsung Galaxy S5 Mini. Und das Ding ist, wenn du dieses Handy kriegst, da sind ja Kopfhörer bei. Aber, nein. Die hätten nicht, es wäre so schön gewesen, wenn diese Bombe noch nicht hochgegangen wäre. Das Blöde an der Sache ist, oder an dem Handy, beziehungsweise an den Kopfhörern, die dabei sind, ich kann das nicht leiden, also diese Art von Kopfhörern kann ich persönlich nicht ausstehen. Das sind solche Kopfhörer, die du in dein Ohr reinstecken musst, ja. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Liebe zwischen Mann und Frau oder zwischen wem auch immer, wenn man sich, ne, ich weiß auch nicht. Das sind so Kopfhörer, ich weiß auch nicht, wann die in Mode gekommen sind, wirklich, das muss ich irgendwie verpasst haben. Das sind Kopfhörer, das sind halt nicht so flache, runde, sondern das sind so längliche und die steckst du dann in dein Ohr rein. Und ich kann das nicht leiden. Ich kann es überhaupt nicht ab. Und dementsprechend habe ich irgendwie gar nicht daran gedacht, das vielleicht mitzunehmen oder so. Und ja, der Punkt ist, ich habe aber einen MP3-Player tatsächlich, den ich mir hätte fertig machen können. Habe ich aber nicht, weil ich einfach doof bin. Bob's Brain ist übrigens ein mega cooler Begleiter hier, auch wenn er jetzt ein bisschen verschwendet wurde. An den Fliegen. Und vorbei. So. Wir kriegen Mom's Lipstick. Das ist okay. Wir haben 2 Schlüssel, keine Bombe. Wir gehen einfach weiter. Ja, und ich weiß nicht. Ich habe schon mit diesen flachen Kopfhörern Probleme, weil ich irgendwie... Ich kann immer nur auf einem Ohr Kopfhörer tragen. Bei dem anderen kriege ich immer Schmerzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie unnormal ist oder... Habt ihr auch Probleme mit Kopfhörern? Ich war wirklich nie so ein... Ich meine, es hat ja angefangen... Früher der Walkman und der Discman, die hatten ja meistens noch so Kopfhörer, die du dir so um den Kopf machen musstest.
So richtig schäbige. Also so wie ein Headset quasi. Nur halt so ein richtig billig früher. Aber seitdem es halt diese Kopfhörer gibt, ich weiß nicht, ich war nie so ein Typ dafür, weil das irgendwie immer, mir haben immer die Ohren wehgetan und so, und das war, da musste ich mich schon recht lange dran gewöhnen, damit ich jetzt überhaupt vernünftig tragen konnte. Und ja, diese mit dem Reinstecken, das ist gar nichts für mich. Ich weiß nicht, das ist wirklich, ist auch irgendwo ein bisschen doof, weil, ja, ich muss mir auf jeden Fall jetzt mal wieder einen MP3-Player fertig machen. Ich bin aber auch immer so faul, was es angeht, diesen MP3-Player dann mit Musik voll zu machen, weil, keine Ahnung. Ich bin einfach mega faul, das ist nervig. Weißt du, dann... Oh. Generell habe ich so... Ich würde mir auch gerne so eine Spotify-Playlist machen, aber ich habe immer dieses Problem, dass ich nicht so genau weiß, welche Lieder ich dann da rein tun soll. Weißt du, ich höre viele Lieder und so, aber wenn es dann darum geht, so eine Playlist zu erstellen oder so, dann fällt mir immer nicht ein, was ich da gerne drinne hätte. Oder ich weiß nicht, ob ich das wirklich rein tun soll. Oder. Das sind immer so. Das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Das ist schon ein bisschen schwierig. Das Leben ist einfach hart. Bitte. Das müsst ihr euch für immer in euren Köpfen behalten. Das Leben ist hart. Habe ich nicht in einem der letzten Parts gesagt, dass ich mal ein bisschen weniger off-topic reden will? Weil ich mich mal wieder ein bisschen mehr aufs Gameplay konzentrieren möchte. Ja. Ups. Wow, das war... Oh mein Gott. Wow, das war so dumm. Unfassbar. Ja. Aber es läuft gerade. Das ist gerade ein sehr guter Lauf, der relativ einfach von der Hand geht. Deswegen bin ich gerade auf das Thema gekommen. Es ist einfach... Ich weiß auch nicht. Die Batterie können wir vielleicht irgendwann nochmal anderweitig gebrauchen. Wer weiß. Vielleicht kriegen wir irgendein krasses Spacebar-Item hier. Eine Satanic Bible oder Book of Revelations, was auch immer. Irgendwas, ne? Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Irgendwas, wofür wir die Batterie gut gebrauchen können. Oder den Würfel. Das wäre auch mal wieder nice. Das wäre auch mal wieder was Cooles, den Würfel außerhalb von Isaac zu finden. Das kommt echt selten vor. So, hallo Kumpel. Ich würde dich gerne töten. Ja, auf jeden Fall hat mir schon ein bisschen gefehlt. Und dann sitzt du halt in diesem Bus und musst dich einfach nur mit dir selber beschäftigen. Das ist schon ein bisschen komisch. Weil, was macht man? Das ist echt eine komische Situation. Was machst du, wenn du nur dich hast? Das Ding ist, auf der Hinfahrt war es noch okay, weil da hatte ich immerhin, da war der Bus nicht so voll. Ja, das heißt, du hattest Platz, du konntest dich die ganze Zeit hin und her wippen. Ich bin auch so ein Typ, ich kann so schlecht still sitzen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit hin und her und dann kannst du dich hier so, ui. Und auf dem Rückweg war der Bus komplett voll. Jeder einzelne Platz war besetzt und da saß ich im Gang. Ja, ich wollte natürlich gerne ans Fenster. Am Fenster ist auch immer chilliger, aber es ging nicht. Und ja, dann saß ich da neben so einer Frau, keine Ahnung, so eine alte Frau, die war 50 oder so. Und da musst du dich immer so, das ist auch irgendwie, keine Ahnung, das kann es auch nicht so für dich sein und... Das war schon nervig. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ernsthaft, ja, muss ich auch tatsächlich sagen, dass ich das Busfahren schon ziemlich cool finde. Dass ich das schon ziemlich cool finde, tatsächlich, weil es einfach echt, es ist wirklich billig, es ist unkompliziert, das ist wirklich nice. Also, es ist wirklich echt relativ angenehm. Ja, du musst nicht viel machen, du gehst im Bus, setzt dich da rein, kommst irgendwann irgendwo an. Also, dahingehend ist es schon echt eine coole Sache. Und es ist auch preislich unfassbar cool, also unfassbar... Ja, es lohnt sich einfach, es lohnt sich, auf jeden Fall. Ja, Zug wäre
viel teurer und würde auch länger dauern tatsächlich. Also, ich finde die Busse schon ganz cool, so wie das ist, aber es gibt natürlich auch, ich hätte ja im Zug hätte ich ja die gleichen Probleme gehabt, ja, hätte ich auch die ganze Zeit mit mir selbst. Es ist halt einfach echt dann, du sitzt da und denkst dir so, wie lässt man einfach so 4 Stunden an sich vorbei verstreichen? Ich meine, das ist im Grunde, seien wir mal wirklich ganz, ganz ehrlich, 4 Stunden einfach so ein bisschen an sich vorbeiziehen lassen, das ist kein Problem für mich, ja. Wenn ich hier sitze und einen Stream gucke oder Hearthstone spiele oder was auch immer, dann sind locker 4, dann mache ich auch 8 Stunden am Stück nichts und gucke einfach und, aber da hast du halt eine Ablenkung, versteht ihr, so den Stream, der oder was ihr auch immer hier guckt oder so oder spielt. Und da in dem Zug, wenn du einfach nichts hast, nur dich, wenn du einfach nur, stell dir vor, du musst dich einfach nur irgendwo hinsetzen und du kannst nichts tun, außer einfach nur da sein. Wow, das ist wirklich so ein bisschen, keine Ahnung, schon ein bisschen eine Aufgabe, irgendwie. So, ja, das sieht doch nach dem Weg zum Boss aus. Ja, ich weiß auch nicht. Das hat mich auf jeden Fall, das fand ich sehr interessant. Wow, habt ihr den Safe gesehen? Nice. Da ist der Boss. Ole, ole. Hast du mich gerade wirklich abgeschossen? Du blöde Spinne. Du blöde, blöde Spinne. Mann. Haben wir noch Chancen auf den Devil Deal? Oder haben wir schon irgendwie Damage bekommen, was wir nicht hätten bekommen dürfen? Ich habe da nicht so richtig aufgepasst. Wow, wow, wow. Wohin mit dir? Das war knapp. Das war grundsätzlich ein Wow, 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 wow. Okay, das war unfassbar. Nein, nein! Wow. Oh mein Gott. Das war der vermutlich schlechteste Bosskampf meines Lebens. Das war ja so schlecht und dann kriege ich das rote Herz-Damage an der weißen Fliege da unten in der Ecke. Ja, alles selbst verschuldet, ja. Alles meine eigene. Aber meine Güte. Fehler passieren. Ja, daraus kann man lernen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich davon unfassbar aus der Bahn werfen lasse, aber wow, da musst du schon mal kurz drüber nachdenken. Also ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen selbst reflektieren, wäre auf jeden Fall eine gute Idee, weil das war, wow, das war selten dämlich. Das war richtig selten und richtig dämlich. Ja. Und boom, Alter, da bist du weg, du kleiner Hubitzenkönig. Komm her. Apropos König. Alter, Leute, soll ich euch mal eine richtig traurige Geschichte erzählen? Als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, what the fuck is happening in der Welt? Einfach nur, what the fuck is happening? Ich war ja zu Hause und da kriegen wir logischerweise dann auch die Zeitung, ne, Paralyzes. Da kriegen wir logischerweise auch, oder meine Eltern haben eine Zeitung, habe ich IU Wizard eingesammelt? Warum? Meine Eltern haben ja da auch eine Tageszeitung abonniert und, ja. Und man hört es ja auch im Radio. Sowas kommt ja auch im Radio. Blablabla. Bla, bla. Warum? Was auch immer. In der Nähe von meinem Örtchen, wo ich halt so wohne, in dem Landkreis, was auch immer, da war ein Schützenfest, ja. Und das Schützenfest wird irgendwie mit einem Umzug. Das Schützenfest dort im Ort wird immer traditionell damit eröffnet, dass der amtierende Schützenkönig irgendwie da ist und die ganze Gemeinde. Und dann wird das aus so einer historischen Kanone, werden dann 3 Kanonen abgefeuert. Oder es sind so Böllerkanonen, die halt einfach nur Bums machen. Ja, ist jetzt nicht so, dass die da irgendwo. Ja, auf jeden Fall, die schießen da halt einfach dreimal mit so einer historischen Kanone um dieses Schützenfest halt zu beginnen, ja, als Zeichen, dass es halt angefangen hat. Ich meine, sowas kennt man ja, das ist bei uns, glaube ich, nicht groß anders, bei uns im Ort. Ich glaube, da ist es so, dass wenn der Schützenkönig ausgeschossen wurde, dann bollern die auch dreimal
Und dann weißt du, das hört man halt überall im Dorf quasi, und dann weißt du, wenn die dreimal gebollert haben, okay, der Schützenkönig wurde gefunden, und dann kommt der Umzug halt eine Stunde später bei dir vorbei quasi, weil die dann halt irgendwann, weil die dann langsam anfangen, da oben alles fertig zu machen, und dann geht halt der Schützenumzug los mit dem neuen König, und dann laufen die halt runter. Also dieses Kanonengeschieße, das gibt's bei uns halt auch im Grunde. Nur wahrscheinlich in einer bisschen anderen Art und Weise. Auf jeden Fall gab's halt dieses, ist es halt normal, dieses traditionelle Bum, Bum, Bum. Also dieses, ne, wir eröffnen das Schützenfest mit einem dreifachen Kanonenschuss. So in dem Fall dann. Und bei diesem Kanonenschuss ist etwas schiefgegangen. Ups. Bei diesem Kanonenschuss ist etwas schiefgegangen. Und zwar, what the fuck. Und zwar ist so eine Kanone, eine Kanonenkugel oder ein Böller davon. Diese Kanonenkugeln, die da abgeschossen wurden, die bestanden auch aus irgendeinem Metall. Eine Kugel davon ist beim Wegschießen zerplatzt. Und davon hat ein Splitter den Schützenkönig im Bauch getroffen. Und der ist dann im Krankenhaus verstorben. Alter. Alter. Alter Finne, ey. Da denkst du dir auch nur, ich meine, ich habe auch ganz viele Schützenfests mitgemacht. Das ist bei uns im Dorf auch was ganz Normales. Alter Finne, wirklich, da denkst du dir auch nur noch, boah. Aber so ist das Leben. Es kann schneller vorbei sein, als man sich das vorstellen kann. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir einfach versuchen, jeden Moment irgendwie zu genießen und zu nutzen und bewusst zu erleben. Und selbst wenn wir irgendetwas tun, was vielleicht eigentlich nicht so gut ist, es trotzdem bewusst und mit Freude zu genießen. Ja, deswegen ist es einfach so wichtig. Ja, auf jeden Fall ist ja natürlich das Schützenfest sofort abgeblasen alles. Sie haben überall die Fahnen abgehangen, das Schützenfest ist natürlich abgesagt worden. Und das ist für so ein kleines Dorf irgendwie schon auch irgendwo halt was nicht Besonderes, aber was Trauriges, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei uns in der Nähe, in den ganzen Dörfern, Schützenfest ist immer irgendwas Großes, ja. Schützenfest ist immer so eine Sache, wo eigentlich die ganze Stadt zusammenkommt, und das sagt man natürlich nicht einfach so ab, aber ist ja ganz klar, ne, da, ja, das, wie gesagt, da kann man halt auch wieder viel, ja, sich verrückt machen oder so, aber meine Güte, da muss jetzt geguckt werden, ob da irgendjemand dran schuld ist, aber ey, ich hoffe es irgendwo nicht, weil ich habe keine, ich würde es mir einfach wünschen, dass sich da niemand irgendwelche großen, schlimmen Vorwürfe macht, weil, ja, davon wird der Mensch auch nicht wieder lebendig. Und ja, das ist einfach mega krass, ne? Musst du dir einfach mal reinziehen. So, Schützenfest, das ganze Dorf ist da. Das war so ein 20.000 Einwohner-Dorf oder eine 20.000 Einwohner-Stadt. Die eröffnen da ihr Schützenfest wie jedes Jahr, und auf einmal gehen diese Kanonenkugeln auf einmal quer und kaputt, und wow. Unfassbar, ja. Aber wie gesagt, kann man nichts machen. Aber das, keine Ahnung, fand ich schon eine ziemlich krasse Story. Deswegen dachte ich mir, komm. Kann auch mal drüber reden. Ja. Keine Ahnung. Feiert ihr Schützenfest? Kennt ihr Schützenfest? Ich weiß gar nicht. Ist Schützenfest, oder so, das Schützenfest an sich, diese Art und Weise des Festes, ist es überall in der Welt, wollte ich schon sagen, überall in Deutschland bekannt? Oder ist es vielleicht auch sowas? Gibt es in Berlin ein Schützenfest? Ich habe wirklich keine Ahnung, also. Oder kennt man das vielleicht nur auf eher ländlichen Regionen? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Naja. Beim Schützenfest geht es halt am Ende des Tages einfach darum, dass halt im Schützenverein, man ist ja ich war früher auch im Schützenverein, und einmal im Jahr ist halt dann Schützenfest, und da wird dann der König ausgeschossen, und da schießen halt alle einfach auf so ein, bei uns war es so ein Vogel, da gab es verschiedene Ziele, die man abschießen konnte, und ja, am Ende des Tages hat halt irgendwann einer den Vogel abgeschossen, und dann war der Schützenkönig, ja. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es das überall gibt oder ob das jeder kennt. Und das ist dann halt verknüpft mit Kirmes und all sowas. Das war immer ganz cool, weil
ich war ja früher im Schützenfest, im Schützenverein. Und vom Schützenverein aus gab es dann immer Chips für den Autoscooter und so. Und dann hattest du immer, ja, hattest du immer Fahrchips für die ganzen Läden oder wie nennt man das? Für diese ganzen Attraktionen hattest du halt einfach, hast du eine Tüte bekommen, wo dann 10-mal Autoscooter drin war und 5-mal Breakdancer und so ein Zeugs. Das war schon ganz cool. Aber ja, ich war noch relativ früh wieder raus aus diesem Schützenverein, weil ja, die den Standort gewechselt haben und das war dann, dann hat sie keine Lust mehr, immer dahin zu gehen. Ja. Deswegen. So. Ich bin wirklich nicht so langsam, deswegen muss ich mal ein bisschen schneller reagieren. Okay, wir haben ihn tot. Ja, und wir sind an den Punkt gekommen, wo wir Angel Deals bekommen. Und dieser Punkt bedeutet gleichzeitig, dass wir natürlich kein Item kriegen. Nichts, das uns hilft. Wir einfach hier weitermachen müssen. Naja, das kriegen wir auch schon hin. Ja. Keine Ahnung. Ja, das Leben ist schon komisch, ne? Deswegen. Auch in Bezug auf den gestrigen Part. Ich hoffe, ich habe deinem gestrigen Part nichts Falsches gesagt. Ich hoffe, ich bin niemanden auf den Schlips getreten oder so. Ich habe einfach nur meine Sicht dargelegt. Und irgendwie versucht, das so rüberzubringen, dass man es irgendwo auch verstehen kann oder zumindest nachvollziehen kann, was ich da denke, wie ich das denke, warum ich das denke. Ich meine, es ist ja auch nicht böse in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist, wie gesagt, einfach überhaupt gar nicht böse gemeint. Ja. Der Part ist momentan noch nicht released, deswegen habe ich da noch nicht wirklich Rückmeldungen zu. Aber ja, auch an sowas sieht man halt wieder. Das Leben kann so schnell vorbei sein und das ist halt genau der Punkt, wo man einfach anfangen muss, dann auch selbst die Entscheidung zu treffen. Und da muss man auch selbst einfach für sich selbst sagen, okay, welche Entscheidung treffe ich? Treffe ich die Entscheidung? Treffe ich die Entscheidung, dass ich das Beste aus mir, aus meinem Leben mache? Und das fängt nicht damit an, dass du der Beste der Welt bist, sondern es fängt damit an, dass du IO Wizard Pillen zum Beispiel nicht nimmst. Nein, das fängt damit an, dass du zum Beispiel auch die Zeit, wo du unproduktiv bist, einfach genießt. Wenn du diese Zeit, wo du unproduktiv bist, ich kenne es ja von mir, ich schiebe immer alles weg. Ich schiebe immer alles weg, ich schiebe und schiebe und schiebe. Ne? Viele von euch kennen dieses Problem wahrscheinlich. Das, ich glaube, es ist ein großes Problem unserer Generation. Diese, wie heißt es? Heißt es Prokrastination oder Prokastination? Ich glaube Prokastination. Oder Prokrastination. Ne, Prokastination. Ist auch egal. Das Aufschieben. Ja, das Problem des Aufschiebens ist, glaube ich, ein Problem, was vor allen Dingen in unserer. Wobei, ich weiß gar nicht, aber. Ja, wobei ich bin immer wieder erstaunt darüber, weil so Leute, die so, ja, sagen wir mal so um die 40 plus sind, ja, 35 plus oder so, solche Leute sind immer so richtig, die, wenn die irgendetwas machen, dann hält die nichts auf. Und bei jüngeren Leuten sehe ich immer dieses Aufschieben. Vielleicht ist es auch einfach nur eine subjektive Wahrnehmung und das ist gar nicht so sehr auf unsere Generation gemünzt, aber keine Ahnung, in meinem Kopf ist es irgendwie so ein Problem unserer Generation und genau da kann man auch schon ansetzen und das muss man auch irgendwie in den Griff, oder vor allen Dingen da muss man auch, da kann man anfangen, ja. Man muss nicht der Beste sein, man muss nicht perfekt sein und genau da kann man ansetzen und sagen, ey, ja, ich bin so blöd und schiebe ganz oft Dinge auf, aber wenn du anfängst, diese Zeit zu genießen und ich kenne das von mir und vielleicht genießt ihr diese Zeit auch immer, dann ist alles cool und so, ja. Ich sag ja nicht, dass, ich euch jetzt hier komplett durchanalysiert habe, aber bei mir weiß ich halt, dass ich oft dieses Problem habe, dass ich dann auch da sitze und ich schiebe Sachen vor mir her und ich weiß das und das beeinflusst mich irgendwie
irgendwie emotional negativ, weil ich dann denke, oh Mann. Oder du existierst dann so vor dich hin, aber so richtig trauen, Spaß zu haben, hast du dann, traust du dich auch nicht, ja. Du schiebst irgendwas vor dir her, aber machst dann auch nicht wirklich was dir wirklich Spaß macht, sondern du versuchst irgendwie die Zeit tot zu schlagen und irgendwie einfach nur so, oh na, ich müsste jetzt eigentlich, oh. Und du bist selbst die ganze Zeit so mit dem Kopf am Grübeln und denkst dir, oh, ich müsste jetzt, aber ich will nicht und oh, womit kann ich mich ablenken? Und dann denkst du dir hinterher, oh, warum habe ich das denn jetzt noch nicht gemacht und bla bla bla. Und das ist ein Punkt, wo man schon ansetzen kann, ja, einfach sich zu sagen, okay, ich habe gerade keine Lust, das zu machen oder wie auch immer. Ich lenke mich jetzt ab und dann aber auch da wirklich, wirklich, wirklich Spaß dran zu haben und das unfassbar zu genießen. Ja, das ist schon ein Schritt, um da auf jeden Fall positiv weiter in die Zukunft zu gehen und auch dieses Problem wahrscheinlich irgendwie und irgendwann vernünftig in den Griff zu bekommen. Wenn man es denn als Problem überhaupt, ja, benennen darf. Mann! Wow, das war ein nerviger Raum. Ja, das ist so ein Punkt, weißt du, dass wir müssen einfach anfangen, unsere Zeit zu genießen. Das sieht man immer wieder. Ja, egal was für Fälle es gibt, es gibt immer wieder solche Momente, wo du dir denkst, wow, wie schnell kann dieses Leben einfach vorbei sein? Ja, du bist Schützenkönig, gehst auf Schützenfest und dich trifft so eine Scheiße. Boah, wie unfassbar nervig. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Oder du erkrankst halt an Krebs oder an was auch immer. Ja. Wichtig ist einfach die Zeit, die wir haben, die wir heute haben, die wir morgen haben. Wichtig ist einfach diese Zeit zu genießen und zu nutzen. Egal in welchem Weg. Und wenn es eine unproduktive Zeit ist, dann genieß es. Dann genieß diese unproduktive Zeit und mach dich nicht verrückt. Das Dümmste, was du tun kannst, ist, Zeit zu verschwenden, in Anführungszeichen, und dich dann während und auch nach dieser Zeit negativ einzustellen, weil du Zeit verschwendet hast. Meine Güte. Das ist dumm. Das ist einfach nur blöd. Und ich sag das komplett mit der vollen Ladung Eigenkritik, ja. Weil ich war der größte Mensch, ich habe mir immer schlechte Gedanken gemacht und ich bin auch heute noch nicht komplett davon weg, ja. Wenn ich mal wieder hier sitze und mir denke, boah, du müsstest dies tun, das tun, dies tun und dann setze ich mich hier hin, mache mir irgendeinen Stream an und mache wieder 3 Stunden nichts, bin ich der Erste, der sich wieder anfängt kaputt zu grübeln und sich denkt, oh nein, aber ich hätte doch jetzt und diesen, nein. Kornel, nein, und alle anderen auch, nein. Hört auf damit, ja. Hört einfach fucking auf damit. Genießt jede Zeit, die ihr verbringen könnt. Genauso wie ihr sie in der Art und Weise verbringt. Und wenn ihr nicht zufrieden seid, dann ändert es. Meine Güte. Es ist eure Entscheidung, steht euch frei. Wow. Wow, also viele Pillen scheine ich nicht in der Rotation zu haben. Sieht zumindest so aus. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder auf dieses Thema zu sprechen komme, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nicht negativ. Ist jetzt auch, ja gut, das heißt, es ist nicht negativ. Der Todes, diese Tragödie ist natürlich schon irgendwo negativ, aber so im Großen und Ganzen, meine Güte. Just do it. Just dance. Gonna be okay. Ich habe das jetzt auch gesehen, als ich zu Hause war bei meiner Familie. Da gab es dann auch wieder so Punkte, wo sich dann meine Brüder in den Haaren liegen, wo ich mir denke, Leute, ihr macht euch das Leben komplett selber schwer. Und ich war früher genauso. Ich bin auch jetzt noch so. Ich hab nicht Riesenprobleme mit meinem Bruder, aber keine Ahnung, mit meinem Bruder und mir ist es auch immer so ein... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wir sind einfach immer und immer und immer... wieder so, wir schaffen es einfach nicht, uns vernünftig gegenüberzustehen.
Dabei mögen wir uns. Ja, alles andere kann ich. Also, ich mag meinen Bruder. Mein Bruder mag mich mit Sicherheit auch. Aber trotzdem, irgendwas ist da immer. Und das ist einfach so dumm. Ja, und meine beiden kleinen Brüder, da habe ich es dann auch gesehen. Die sich dann wieder. Och, Mann. Ich bin einfach viel zu schwach. Die sich dann streiten und so. Und wo ich mir denke, Kinders. Aber man war selber so. Ja. Aber es ist halt so verschwendete Zeit, weißt du? Ernsthaft? Ich sterbe, glaube ich. Wow, ich habe diesen Kampf nicht besser geschafft. Ich habe diesen Kampf nicht besser geschafft. Wow. Ich bin auch echt nicht stark, oder? Oh, ich hatte schon lange nicht mehr so einen Mom-Fight. Schon lange, lange. Lang, langes her. Naja, so schwach bin ich gar nicht. Warum habe ich so Probleme gehabt? Ja, wahrscheinlich habe ich so eine schlechte Tiersrate noch dazu oder so. Ich bin gleich tot. Ich habe ein Wiederbelebungs-Item. Echt? Was denn? Was habe ich für ein Wiederbelebungs-Item? Ich weiß es nicht. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an dem Angel Deal lag oder liegt, dass ich so schwach bin. Aber es liegt an dem Angel Deal, dass ich so schwach bin. Ja, bei aller Liebe, aber mal ganz im Ernst. Ich habe einen Angel Deal bekommen, der mir nichts gegeben hat. Und daraufhin hat sich dieses Spiel nicht wirklich gut verbessert und ich habe halt auch keine anderen Räume mehr bekommen. Ich habe das Angst, okay. Was hätte ich in diesem Raum machen sollen? Ohne Spaß. Okay, der Raum funktioniert. Noch. Das war knapp. Guck mal, wie viele Schüsse ich für diese Gegner brauche. Unfassbar. Ich habe irgendwie gehofft auf sowas wie... Ja, eine Tiersabpille wäre nice, aber scheint so, als hätte ich einfach keinen in diesem Spiel. Wow, wow, wow. Es ist wirklich ein Scheißlauf und es wird mir jetzt erst gerade bewusst. Das wird schwierig. Was können wir jetzt tun, um diesen Lauf noch zu gewinnen? Okay, wow, dass das funktioniert hat, ey. Ich hoffe, ich komme da nicht nochmal rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Please help me. Help. I need someone. Help. Just anyone. Help. Oh mein Gott, komm schon. Ich hatte doch keine Chance. Ich habe auch nichts. Ich habe keinen Cube of Meat. Ich habe einfach gar nichts. Wow. Oh mein Gott. Wow. 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 Ich frage mich einfach nur gerade, was ich grundlegend falsch gemacht habe. Ich meine, gut. Der Gegentreffer war dumm.
Aber ich weiß auch nicht, irgendwie, ich wollte wieder eine Bombe legen, das hat mich wieder komplett rausgebracht. Ich weiß nicht warum. Das war ja schon beim ersten Boss so. Da war ich, bin ja auch schon fast gestorben, weil ich eine Bombe legen wollte. Aber was war jetzt, was genau war jetzt das Problem? Ich war einfach schwach. Man hätte es bestimmt trotzdem gewinnen können, aber ich war nicht in der Lage dazu. Der Damage war gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Allerschlimmste war die niedrige Tiersrate. Naja. Ich werde diesen Part trotzdem hochladen und ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich gerade hier jetzt freuen über eine positive Bewertung. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr mir noch was in die Kommentare schreibt. Ich meine, wir haben ja über ein paar interessante Dinge gesprochen. Es ist ja immer so, dass auch viele sagen, Cornel, lad nicht nur Läufe hoch, die du gewinnst. Und ich habe ja auch irgendwann mal gesagt, ich will eigentlich jeden Lauf hochladen. Und an dem Part ist ja nichts auszusetzen. Ich bin einfach nur früh gestorben. Aber ja, das ordnen wir jetzt einfach mal wieder in die Kategorie ab für die Spannung in den nächsten Parts. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und lasst mir sehr gerne eine Bewertung da. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss, euer Cornelius von Cornel.